Hallo und herzlich willkommen zu einem zweiten PC-Konfigurationsvideo. Wir haben ja schon eins gemacht mit dem krankesten PC, mit Peripheriegeräte, mit Betriebssystem und Word bzw. Office-Paket. Heute beschäftigen wir uns eher mehr mit dem Thema einen richtig geilen PC ohne Peripherie, ohne Betriebssystem, ohne Festplatte, was wir da so kriegen. Beziehungsweise leistungsmäßig. Ich würde schon mit Festplatte machen, weil die meisten Leute, die werden wirklich hier bei MIFCOM bestellen und einen kompletten PC erwarten, ohne dass sie jetzt machen wir mit. Selber die ganzen Sachen noch dazu kaufen. Das letzte Video, da haben wir den geilsten PC zusammengestellt, obwohl ich denke, ein bisschen geiler geht immer, aber trotzdem war das wirklich einer der besten, sagen wir es mal so. Genau, Preis-Leistung ist natürlich schon immens. Yeah. Gut, heute, wie schon gesagt, einen annehmbaren PC und ich würde da jetzt auch gehäusemäßig jetzt eher ein bisschen schlichter, dass da weniger Geld reinfließt, weil an sich ist das Gehäuse nicht so wichtig. Was ist denn für dich ein annehmbarer Preis? So 3.000 bis 6.000 Euro, oder? Also, wenn ich jetzt so der... Ja, kann man sagen, es muss halt wichtig sein, die beste Grafikkarte, volle RAM-Auslastung, sprich 64 GB, den zweitbesten Prozessor. Nee, Moment, wir wollen ja einen annehmbaren PC machen, sprich 16 GB dürften da schon genügen. Richtig. Ja, was nehmen wir denn vom Gehäuse? Wir nehmen jetzt einfach irgendein PC, das Gehäuse können wir immer noch umändern. Also im Endeffekt sollen wir mal sowas nehmen, oder? Nehmen wir mal sowas. Da sind wir jetzt schon bei 3175. Ja, das können wir jetzt zurückkonfigurieren. Richtig. Ja. So, das sind wir jetzt gehäusemäßig. Das ist praktisch so eine Battlebox, so ein Battlebox-Gehäuse. Das ist schon eine ordentliche Box, ja, kann man so sagen, glaube ich, ja. Ja, Wir lassen die Box einfach mal. Komm, wir lassen die. Die ist preislich im Mittelfeld, würde ich sagen. Oh, nehmen wir die. Ja, nehmen wir die, das ist eher mehr... Ja, genau. Eher PC-mäßig. Genau. Nicht so Battlebox. Wobei da unten Premium sein... Nee, lass mal die, komm. Fertig. Okay, lass mal die drin. Zuklappen, gut. Das braucht sonst zu viel Platz. Das nehmen wir da schrauben wir eins zurück. Prozessor, Moment, gucken wir erst hier mal. Oh ja, da kann man einiges machen. 635... 200... Das ist der neue. Du hast den und der neue, da gibt es jetzt den neuen. Ich habe den da. Du hast den da, genau. Ja, den, also da würde ich schon einen guten Prozessor empfehlen. 6x3,4. Nee, du hast, das ist schon die komplett neue Serie. Du hast das Vorgängermodell davon. 8x3. Leider haben wir da jetzt. Ich würde den. Der wird völlig ausreichen. Völlig. Doch. Ja, für den schlechtesten ist der wirklich super. Mainboard-mäßig. Würde ich da vielleicht auf eine. Also, Mainboard ist wichtig, da man das ja einfach. Ja, aber ich würde da nicht die nehmen. Ich würde da die MSI X99S nehmen. Die da. Die. Ach, da. Ja, die würde ich nehmen. Da zahlt man aber auch noch drauf. Das ist natürlich hier wichtig, wie viel, okay, 8x3,0, ja, das ist gut. Die würde ich höchstens nehmen. Ja, dann nehmen wir die. Ja, genau. Ja. Dann Grafikkarte. Nehmen wir auf jeden Fall die 89. Findest. Ja. Ich meine, wir wollen ja auch einen PC, wo wir richtig geile Spiele spielen können. Ja, dann nehmen wir 89. Auch, da gibt's nur die 89. Nimm bitte die MSI, wäre ganz gut. Nee, Moment. Nein, 79. Das ist der Preisknaller. Gute Leistung, 79. Die hast du auch. Die da? Ja, die hast du auch. Genau, die nehmen wir. Die ist echt super. Die ist klasse. Dann hätten wir das auch. 16 GB kann man lassen eigentlich. Premium. Da wurde jetzt DDR4. Nee, wir nehmen auf jeden Fall DDR4. Das ist alles DDR4.
Oder komm, wir fahren auf die zurück. Das reicht uns völlig. Wir brauchen hier keine 2800 keine 2800er. Ja, nehmen die. Nehmen die. Ja. Ja, okay. Dann SSD muss schon 1 Terabyte sein. 850 wollte ich jetzt nicht nehmen, da würde ich eher mehr die 840, die gibt es ja gar nicht, 840. Ja, nimm die. Wir nehmen auf jeden Fall die normale 2-Terabyte-Version normal. Nee, nicht 2 Terabyte, würde ich sagen. Nee, wir machen das anders. Wir nehmen die 500 GB und eine normale Festplatte. Das reicht, das ist für einen mittelständigen PC echt in Ordnung. Die da? Aber, nee, das, aber die Pro, das Pro, nicht die Pro. Nimm die Evo. Die oben, alles Pro da unten. Ach so. Ja gut, dann 500. 500, ja. Ja, 200. Ja, machen wir. Und dann nimmst du hier, dann ist alles egal. Dann nehmen wir auf jeden Fall eine 1 Terabyte, so viel muss sein. Was, 400 Gigabyte? Eieieiei. Da gibt es da nur 500. Du musst auf die draufklicken. Wir nehmen eine normale. Das? Ach, das ist die zweite SSD. Ja. Da nehmen wir... Die lassen wir, glaube ich. Ja, die lassen wir. Wobei, die hier 1 Terabyte... Ja, nee. Ja. Oder nimm die. Die SSHD, das bringt 2 Terabyte. Mit 4 Terabyte. Nicht 4, 2, ja. Ja, lassen wir sie drin. Laufwerk. Nehmen wir auf jeden Fall Samsung. Das hier. Alles externes. Bring mal wieder mal. Das wäre das, was du jetzt auch drin hast. Ja. Aber nur halt DVD, ja? Also das wird schon reichen. Ja. Aber da kommen wir jetzt schon auf den Ohren. Du hast ja die S... 2, 3, ja, ich habe ohne SSD. Netzteil 700, würde ich sagen. 700, ja. Nehmen wir das hier. Be quiet. Ich würde schon eine Corsair nehmen. Nimm die 57, die für 15 Euro mehr. Ganz oben. Ja, genau die. Okay, nehmen wir das. Systembeleuchtung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kabelsleeve brauchen wir auf jeden Fall fürs komplette System. Hast du es auch genommen? Ja, ich habe mit Kabelsleeve. Weißes aber, Kabelsleeve. Aber fürs Komplette? Ja, für natürlich komplett, ja. Kartenleser finde ich auch wichtig, braucht man unbedingt. Kostet jetzt nicht so viel. Dann nehmen wir den habe ich nämlich auch. Und Soundkarte kannst du auch noch die ich habe, genau. Die Z. Die da. Die reicht vollkommen für 75 Aufpreis. Und dann nimmst du eine Wasserkühlung noch, die, wo du auch hast, die 100er H100i. WLAN brauchen wir jetzt wirklich nicht. Schnittstellen kann auch nicht. Wechselrahmen auch nicht. CPU. Die ganz unten. Die da? Ja, die hast du auch. Also Kühlung ist schon wichtig. Die muss wirklich gut und sein. Und dann die Lüftersteuerung noch und dann wäre es eigentlich schon fast wie dein PC. Brauchen wir die große. Jetzt ist natürlich die Frage, die hier... Wenn, dann würde ich die hier nehmen, nehmen wir die, oder? Ja. Dann würde ich sagen, so... Ja, Betriebssystem lassen wir, genauso wie das. Doch, Office Betriebssystem brauchen wir schon. Wir wollen ja einen PC, den sie dann... Gleich einsatzbereit ist, okay. Genau, sofort. Da würde ich dann die Windows 10 Pro nehmen. Da sind wir bei 2,8. Nee, also Windows 10 Pro finde ich ein bisschen heftig. Ich meine, 150 vom Betriebssystem finde ich schon ziemlich teuer. Da würde ich das normale nehmen. Dann kämen wir auf direkt 2,8. Fast, ja. Da ändert sich ja gar nichts im Preis. Doch, muss er mal gucken. Ah ja. Ja, nee, aber wenn dann würde ich Home nehmen. Also ich würde Pro nehmen. Ja, dann nehmen wir Pro. Und ich glaube so, wenn man jetzt mal das... Guck mal die ganze Konfiguration an. Die gesamte. 3 Jahre Garantie reicht auch für uns. Und so würde ich sagen, hat man eigentlich einen ordentlichen PC. Der ist nicht übertrieben.
aber auch nicht wirklich schlecht. Also der ist wirklich gut. War aber hier 4x4 ist blöd, da würde ich 2x8 nehmen. Dann kann man immer noch besser aufrüsten. Ja, da hat man immer noch 4 Plätze. Da kommt man trotzdem noch auf 32. Das fände ich jetzt aber, da spart man da wieder was, weißt du? Ja, gut, und ja, 32. Ich glaube, so ist der echt in Ordnung. Da kann man sagen, einen guten Gamer-PC bis 3000 Euro hat man da jetzt. Genau so ist er ganz annehmbar. Da kann man gute Spiele spielen, zwar jetzt nicht in der höchsten Auflösung, aber immerhin in einer sehr guten Auflösung. Nicht in der besten, aber in einer sehr guten. Ja, da hat man, glaube ich, echt einen ordentlichen PC und man hat. Zwar ist es schon nicht wenig, aber man hat trotzdem echt einen ordentlichen PC, muss man einfach sagen. Genau, man kann ja immer noch gewisse Dinge wie Prozessor kann man sich auch noch nachkaufen. Und naja, genau. RAM kann man nachkaufen. Aber das ist eine gute Grundlage, finde ich jetzt auf jeden Fall. Genau, also wenn ihr einen guten PC wollt und ihr seid Let's Player und wollt GTA in einer guten Auflösung spielen, in 2K, dann ist das hier genau der Preis, mit dem ihr rechnen müsst. Ja. Das auf jeden Fall. Weil viel billiger geht nicht. Wir haben jetzt nicht, also viel billiger geht's einfach nicht. Also das muss schon eigentlich sein, um einen ordentlichen PC zu haben, braucht man eigentlich so. Man kann natürlich schon einige sparen, wenn man das Ganze jetzt ohne die SSDs nimmt und die nachkauft. Und den ist er einfach nachzurüsten eigentlich. Man kann sich auch die RAMs nachkaufen. Also wenn man jetzt nur das Grundgerüst von dem PC nimmt, da kann man schon noch einiges sparen, aber wenn ihr jetzt direkt loslegen wollt, dann muss man schon den Preis rechnen, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Genau, und da kann man eigentlich auch wirklich nichts sagen. Das ist alles nur 4x4. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Okay, lassen wir das dabei. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Video hoffentlich wieder. Tschüss. Piep, piep.